Erstmal eine Frage, meine Damen und Herren. Bitte Handzeichen. Wer von Ihnen arbeitet in einer Redaktion? Okay, danke. Die nächsten 40 Minuten, tut mir leid für Sie. Aber wir schauen dann mal. Meinen Titel haben Sie im Programm lesen können. Wenn Sie dann lesen Transformation, dann denken wahrscheinlich viele an Digitalisierung. Hat man diese Bilder im Kopf und denkt, jawohl, Digitalisierung. Ich wundere mich dann immer so ein bisschen. 1993 habe ich hier einen Mietwagen bestellt. Diese Stadt heißt Coyhaique. Nicht jeder von Ihnen wird wissen, wo die ist. Die liegt im Süden Chiles, das ist zwischen Puerto Montt und Feuerland. Das ist so ziemlich ganz tief unten. Den Mietwagen habe ich bestellt übers Internet. Das hat auch wunderbar funktioniert. Ich habe auch alle Flüge in Chile damals übers Internet gebucht. 1993. Übers Modem. Die Älteren wissen noch quiek, 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 wie die Dinger machten. Digitalisierung. Man tut immer so, als wenn das was Neues wäre. Das ist uralt. Das ist überhaupt nichts Neues. Es kommt jetzt nur mit einer unheimlichen Macht. Die konnte man aber schon im Jahre 1995, 1998, 2000 absehen. Und Leute stellen sich alle hin und sagen, huch, was ist denn jetzt los? Ich finde das ganz erstaunlich. Wir sagen, dass das, was mit Transformation zu tun hat, auch so ein Buzzword, was ich eigentlich hasse, im Wesentlichen mit Strategie zu tun hat. Und Strategie bedeutet in der zweiten Ableitung, Sie müssen es kommunizieren. Sie müssen den Leuten erklären, worum es geht. Wenn Sie es nicht kommunizieren, kommt auch keiner mit. Kurz zu mir, ich bin kurz vorgestellt worden. Ich bin viel zu lange in dieser Branche, im Verlagswesen, seit 1990. War bei den größten Fachverlagen in Deutschland in führender Position. Bin jetzt Geschäftsführer des Ebner Verlags in Ulm, den die meisten von Ihnen nicht kennen werden. Deswegen ein paar Worte zu unserem Unternehmen. Wir machen Special Interest Medien und Fachmedien. Wir machen Verzeichnismedien, Vulgo, Telefonbücher, sowas gibt's noch. Wir machen Events für 25.000 Leute im Jahr. Wir haben Content Marketing Services in der eigenen Agentur laufen. Und wir haben 16 E-Commerce Shops, die wir laufen lassen. In Deutschland finden Sie uns an 9 Standorten, international an 11. Das ist alles überhaupt nicht wichtig. Wichtig ist einzig und allein das, dass wir nämlich ein Nischenverlag sind. Wir kümmern uns um eng umgrenzte, abgrenzbare Zielgruppen. Das heißt, wir können relativ genau definieren, im Unterschied zu den Publikumsmedien, mit wem wir es zu tun haben. Das können Gitarristen sein, das können Grafiker sein, Feuerwehrleute, Steinmetze, Caterer, Schneider und so weiter und so weiter. Transformation, worüber reden wir eigentlich? Wenn wir über Transformation reden, dann reden wir eigentlich darüber. Das, meine Damen und Herren, ist die einzig angemessene Behausung für Verleger. Verleger waren immer schon eine andere Form des Menschseins. Und da gehört ein Verleger rein, das ist auch aus seinem Selbstverständnis genau der Punkt, wo er sich aufzuhalten hat. Das war auch lange Jahrzehnte so üblich, warum? Weil sie da nicht reinkamen. Denn die Publishing-Hürde hat dafür gesorgt, dass die Tore hinreichend verschlossen waren. Das heißt also, so einfach Verleger spielen konnte man nicht. Das war eine erhebliche Investition, dafür brauchten sie Geld. Sie brauchten Druckmaschinen, sie brauchten Distribution, den ganzen Aufwand. Und dann konnten sie sich auch fürstengleich gehaben. Heute sind diese Tore sperrangelweit auf. Heute kann jeder Publisher sein, jeder kann seine Informationen, seine Meinungen und damit auch seinen Unsinn unter die Menschheit verbreiten. Wir machen unter anderem weltweit das Thema Luxusuhren. Wir hatten vor einigen Jahren noch eine ganz einfache Wettbewerbssituation. Da hatten wir dann unsere 3 Magazine in Blau. Ein anderer Verlag, der durfte auch noch mitmischen, der war da und GQ haben wir immer mit draufgenommen. Die machen zwar eigentlich nur Aufnahmen von blassen Jünglingen in schlecht sitzenden Anzügen, aber ansonsten haben die auch was mit Uhren gern zu tun. Warum? Weil die Uhrenindustrie immer viel Marketinggelder ausgibt, also geht man da auch rein. Das war eigentlich das Wettbewerbsumfeld. Das sieht heute leider Gottes ein bisschen anders aus. Das ist heute das Wettbewerbsumfeld, aber das sind ja nur die Obergruppen, mit denen wir es zu tun haben. Bei Print da oben haben wir es eben mit denen zu tun, die Sie gesehen haben. Aber wir haben dann die hässliche Situation, dass wir da unten bei Blogsportalen, Foren eine ganze lange Liste haben von Leuten, die mitmischen. Und dann kommen die Influencer ins Spiel, haben wir eben schon kurz was zu gehört. Die sind ja auch dabei und wollen gehört werden. Webinar-Veranstalter. Es gibt Education-Veranstalter, die Ihnen dann erklären, warum Sie viel Geld für eine Uhr ausgeben sollen, warum die so kompliziert aufgebaut ist. Dann haben Sie Messen und Ausstellungen, da gibt es einige von. Dann haben Sie Kongresse und Veranstaltungen. Und dann kommt die hässlichste Garnitur. Das sind die E-Commerce-Plattformen, die sich überall reindrängen wollen und am Luxusuhrengeschäft fleißig mitverdienen wollen. Dann kommen die Awards und dann gibt's noch ein paar Verbände. So, und das ist das Wettbewerbsumfeld. Warum? Weil wir uns mit 2 Dimensionen auseinanderzusetzen haben. Die Aufmerksamkeit und das Geld. Die alle wollen von den 24 Stunden der Zielgruppe möglichst viel Zeit haben und die alle wollen von den Anzeigenkunden, wie sie früher mal genannt wurden, möglichst viel Geld haben. Das ist das, mit dem wir uns heute auseinandersetzen. Und wer dann noch glaubt, er würde nur
mit Print konkurrieren. Der hat noch nicht begriffen, dass jeden Monat ein neues Monster aus irgendeinem Loch herauskommt, was ihnen dann wieder einen Teil ihres Geschäftes streitig macht. Ja, aber jetzt stellt sich die Frage, wie kamen wir denn in dieses Schloss, meine Damen und Herren? Nun, wir als Verlage kamen über das hinein, was wir produziert haben, nämlich das Magazin oder die Zeitung, wie denn auch sonst. Und so waren Verlage auch gebaut. Alles war da drumherum gruppiert und alles war so strukturiert, dass es um das Produkt sich herum bewegte. Das ist ja auch alles ganz nett und schön. Dummerweise hat das einen Geburtsfehler. Es geht nämlich um die. Es geht um die Zielgruppe. Es geht nicht um das Produkt. Denen ist nämlich das Produkt ziemlich egal. Die wollen Information, die wollen Entertainment oder die wollen Education. Das ist das, was die wollen. Wie sie das bekommen, ist denen relativ egal. Und die haben eine ganz hässliche Eigenschaft, dass sie das nehmen, woher es auch kommen mag. Und dann haben wir uns also gefragt, was ist denn unser wirkliches Asset? Und wir haben gesagt, naja, es ist nicht das Produkt. Unser wirkliches Asset ist der Zugang zu den spezifischen Zielgruppen. Wie erreichen wir den? Den erreichen wir über das, was wir hoffentlich können sollten, nämlich über Content. Wenn dem so ist, holen wir denn dann aus dem Content auch wirklich alles raus, was daraus zu holen ist? Und die Antwort mag Ihnen diese Grafik geben. Sie sehen hier die Zielgruppe, in der Mitte die Kernzielgruppe, drumherum die erweiterte Zielgruppe. Wir befeuern die in dem Beispiel mit unserem Magazin aus New York, mit der Watchtime. Wir befeuern die mit unserem Portal watchtime.com. Wir erreichen eine ganze Menge Menschen innerhalb dieser Zielgruppe. Leider Gottes ist der Teil der Zielgruppe der viel interessantere. Das ist nämlich der, wo Wachstum möglich ist. Und wir nennen den die weiße Zielgruppe. Jetzt werden Sie sagen, ja mein Gott, das ist ja normal. Nicht jeder von uns erreicht mit seinem Produkt alle, die er erreichen will. Dann sage ich Ihnen falsches Denken. Es geht nicht ums Produkt, es geht um den Content. Das Produkt ist relativ unerheblich. Ich will Ihnen das erläutern an diesem Beispiel. Das ist das Inhaltsverzeichnis einer unserer Zeitschriften, der Page. Der Mensch ist ein Abonnent, zahlt 120 Euro im Jahr, bekommt dafür 12-mal im Jahr die Page auf den Tisch. In der Ausgabe liest er diesen und diesen Artikel. Dummerweise liest er die 4 Artikel nicht. Warum ist egal, keine Zeit, keine Lust, Thema interessiert ihn nicht. Er liest sie einfach nicht. Angewendet auf das Konzept der weißen Zielgruppe heißt das, obwohl er Abonnent ist und uns sein Geld gibt, ist dieser Mensch Leser für nur 2 Stücke Inhalt, die wir ihm liefern. Er ist nicht Leser für diese 4 Stücke, die wir ihm liefern und damit ist er teilweise weiß. Das heißt, wir produzieren Inhalte, die er nicht wahrnimmt. Das heißt, wir können ihm die auch auf anderem Wege zuschustern, damit er sie dann wenigstens wahrnimmt. Warum können Verlage übrigens mit sowas umgehen, meine Damen und Herren? Weil das der Modus ist, wie Verlage leben. Print and forget. Es wird ein Produkt gemacht, das Ding ist fertig, gedruckt, raus damit an Kiosk oder weggeschickt zum Abonnenten und dann war das Ding erledigt. Ob das die beste Methode ist, mit dem Besten, was wir haben, umzugehen, wage ich mal zu bezweifeln, denn Content ist das Wichtigste, was wir haben. Das ist nicht das Papier, auf das wir es drucken. Und ich glaube, das sollte man sich nochmal genauer überlegen. Warum sind Verlage eigentlich so gestrickt? Deswegen. Was Sie hier sehen, erkennen Sie auf den ersten Blick, wenn ich es Ihnen erkläre, das ist die Erregungskurve der Heftproduktion. Je näher der Moment kommt, wo das Ding fertig ist, wo es abgegeben wird an die Druckerei, desto hektischer wird der ganze Laden. Alles springt wild durcheinander, bis dann endlich abgegeben ist und dann fällt alles wieder zurück in eine gewisse Behäbigkeit in das Daily Business. Wir nennen das deswegen auch den Delfinsprungmodus, denn ähnlich wie dieses Tierchen jumpt der ganze Laden aus dem Wasser, guckt sie einmal hektisch um und sagt dann, unten ist netter, da kann ich schwimmen und außerdem ist auch wärmer. Das ist auch alles ganz schön, aber es hat einen Geburtsfehler, denn es ist eine enorme Verschwendung wertvoller Energien. Wir machen den ganzen Aufwand für einen einzigen Schuss im Normalfall. So sind wir sozialisiert worden, so sind unsere Produkte dann auch gebaut. Das mag ja ganz schön sein, wenn das Tierchen springt, meine Damen und Herren, das ist ja vielleicht auch ganz possierlich. Das ist nur nicht das, womit dann die Zukunft zu gewinnen ist. Leider Gottes muss das Tierchen lernen zu fliegen. Und Sie können allein an diesem einfachen Bild entnehmen, dass wir es hier wirklich mit Transformation zu tun haben. Denn wir haben es nicht damit zu tun, ein bisschen an Schräubchen zu drehen. Wir müssen massive, evolutionäre Änderungen vollziehen. Dieser Modus gehört der Vergangenheit an. Wir haben vor einigen Jahren gesagt, wir müssen recyceln, haben es dann genannt Write and Reuse. Auch schon wieder kalter Kaffee von gestern. Wir machen heute Videos und Audios, das heißt also, es geht um Produce und es geht um Market It, damit es auch tatsächlich die Menschen erreicht. Ist ja eigentlich ganz einfach, der Gedanke, der ist nicht wirklich schwer intellektuell zu begreifen. Das Problem ist, kann man das in einem traditionellen Verlag mal so eben umsetzen? Denn die Redakteure sind ja anders sozialisiert, sie sind nachrichtlich orientiert. Die Antwort ist ganz einfach, nein, geht nicht. Man muss die Strukturen ändern. Und viel, viel schlimmer, das Denken. Das, können Sie sich vorstellen, ist dann eine der schwierigeren Aufgaben. Gucken wir uns mal so ein paar Learnings an, die wir in dieser Zeit gezogen haben. Erstes Learning ist keine Innovation in alten Strukturen, das können Sie vergessen.
Wir haben uns deswegen neu strukturiert, wir haben uns komplett von der Produktdenke verabschiedet und sind auf die Zielgruppendenke übergegangen. Wir haben gesagt, es kommt darauf an, die Zielgruppe zu erreichen, es kommt nicht darauf an, mit welchem Produkt wir das machen. Deswegen haben wir heute Zielgruppeneinheiten und wir haben in der Stunde 0 25 Leute aus den Redaktionen rausgeholt und haben gesagt, du hast ab morgen einen neuen Job. Dann haben die gesagt, huch. Dann haben wir gesagt, du bist ab morgen Transaction Editor. Und dann haben die gesagt, was ist das? Und dann haben wir gesagt, das erklären wir dir. Diese 25 Leute haben wir gepampert, die haben wir zur Ausbildung nach Amerika geschickt, die haben wir hier in Deutschland in Konferenzen geholt, jede Menge Inhouse-Meetings gehabt und Konferenzen. Wir haben eigene Fortbildungsmaßnahmen für die eingerichtet. Die sind also richtig herausgehoben behandelt worden, damit auch klar ist, das sind die Leute, auf die wir hoffen, dass sie uns die Zukunft bereiten, so eine Art Special Operation Force. Die saß in jeder Redaktion mit zwei oder drei Leuten, sodass das auch da rein diffundierte. Warum übrigens Transaction Editors? Ganz einfach, deren Job ist es, Transaktionen auszulösen. Eine Transaktion mag sein, eine einfach gezielte Weiterleitung auf die Vielfalt der Inhalte, die wir haben. Es mag sein, Downloads von kostenlosen Produkten. Das mag sein, Königsklasse, Kauf der Produkte, die wir anbieten. All das sammelt Adressen und mit den Adressen können wir im Marketingzyklus dann arbeiten. Zweites Learning, nochmal Zielgruppe. Und ich sagte schon, die hat so ein paar hässliche Eigenschaften und die hat sie insbesondere, die mögen nämlich keine Anzeigen. Die wollen auch keine. Kein Mensch kauft irgendein Produkt der Anzeigen wegen. Wer das glaubt, das kann es vergessen. Es gibt eine Zeitschrift, für die trifft das zu, die September-Ausgabe der Vogue. Das ist dann aber auch so ziemlich alles. Der Rest akzeptiert Anzeigen in den Produkten, solange sie reingebündelt sind. Wenn ich sie wegbeamen kann, mache ich heute den Adblocker an und dann hat sich der Fall. Die Leute wollen keine Anzeigen. Die kaufen nicht der Anzeigen wegen unserer Produkte, die kaufen die wegen Information, Entertainment und Education. Das heißt also, wenn wir unsere Produkte um das Thema Anzeige rumbauen, dann entfernen wir uns immer weiter von der Zielgruppe. Denn dann sind wir nur für die da, die uns vermeintliches Geld geben, aber die, die uns das Wichtigste geben, die Aufmerksamkeit, die behandeln wir dann nachrangig. Ich habe es deswegen schon gesagt, es geht nicht ums Produkt, es geht um die Zielgruppe, denn es ist nicht wichtig, wie ich Menschen in der Zielgruppe erreiche, es ist einfach wichtig, dass ich sie erreiche. Ich kann das natürlich über das Magazin machen, ich kann das über Newsletter, Pinterest, Shops machen, ich kann das über Facebook, YouTube, Soundcloud machen. Es gibt genug Möglichkeiten, die Zielgruppen zu erreichen auf den verschiedenen Channels, die wir haben. Und deswegen bin ich vor einigen Jahren durch unsere Einheiten gegangen und habe gesagt, liebe Freunde, wir machen keine Magazine. Dann haben die mich angeguckt und haben gedacht, jetzt dreht er durch. Denn wir drucken ja jeden Tag irgendwo auf der Welt eins. Und dann habe ich gesagt, nein, wir machen keine Magazine, wir machen Content. Und Content bedeutet, dass ich ihn über ein Magazin verbreiten kann. Aber Magazin ist nur eine Verbreitungsmöglichkeit, ich habe zig andere. Deswegen macht euch bitte klar, wir machen keine Magazine, wir machen Content. Und das Magazin ist nur ein Verbreitungsweg für diesen Inhalt. Weiteres Learning, analysiere bitte schön die Zielgruppe. Wir haben das eben auch gehört von meinem Vorredner. Natürlich soll man sich mal angucken, was die Leute eigentlich machen. Analysiere ihr Suchverhalten, ist ja alles da, Social-Media-Verhalten. Guck dir die E-Commercer an, die in den Bereichen unterwegs sind, ganz wichtige Wettbewerber. Die Influencer mittlerweile, die überall rumlaufen und erstelle Personas. Haben wir eben auch gehört, Subsegmente, segmentiere deine Zielgruppe. Der von Ihnen, der noch nicht so genau weiß, was das ist, hier ein schnelles Beispiel. Das ist eine unserer formschönen Zeitschriften, worum es geht, sagt der Titel, Events. Und in den Mediadaten stellt dieser ausgeklügelte Satz drin, beziehungsweise der Stand da drin. Das heißt also, diese Zeitschrift wendet sich an Veranstaltungsplaner, Planerinnen in den deutschsprachigen Märkten. Ist doch klar, worum es geht, oder? Frauen, Männer, beide drin, deutschsprachige Märkte, ist der Dachraum, ist doch alles klar. Kurz, brillant, präzise. Ich sage Ihnen, was das ist. Wenn Sie nicht selbst drauf kommen, das ist der übliche Verlagsbullshit. Das war wieder irgend so ein Gelaber, mit dem ich dann rausgehe als Verkäufer in der Hoffnung, irgendeiner kauft es mir ab und macht eine Anzeige. Möglichst decke ich alles ab. Dann funktioniert das vielleicht. So denkt man. Aber wer sind denn diese Planer? Das ist zum Beispiel diese Lady. Die sitzt im Mittelstand, im Vorzimmer. Die macht viermal, fünfmal, sechsmal im Jahr eine Veranstaltung. Da kommt der Chef und sagt, 35 Außendienstler haben wir. Die müssen wir mal wieder zur Konferenz holen. Such dir was aus, dicht an der Autobahn, trotzdem im Grünen und nachmittags irgendeine Bespaßungsaktion, so ein Hochseilgarten oder so ein Quatsch. Lass dir was einfallen und ein ordentliches Catering soll auch herrschen in dem Laden. Such mal. Man fängt die an, die organisiert das, der Außendienst kommt zusammen, alle sind glücklich, Ton durch den Hochseilgarten. Die Frau ist kein Profi. Die macht das neben anderen Aufgaben. Die Frau steht allerdings blöderweise für 70% des Eventmarktes. Die hat ein völlig anderes Informationsbedürfnis als diese Dame. Die sitzt nämlich auf der anderen Seite im Hotel. Die hat dafür zu sorgen, dass sie eben nicht dieses heute in Hotels gerne vorzufinde, gerade in Seminarhotels, vorzufinde, gräuselige 90er-Jahre-Ambiente haben. Dass sie ein ordentliches Catering haben, was zeitgemäß ist. Dass sie eine ordentliche Technik haben, dass da nicht noch Beamer stehen, die 4:3 projizieren und so ein Quark, wo sie
mehr damit ordentlich darstellen können. Die hat sich um Dinge zu kümmern, die dafür sorgen, dass sie wettbewerbsfähig bleibt. Einen völlig anderen Blickwinkel auf den Eventmarkt. Und der junge Mann hat nochmal einen ganz anderen, arbeitet bei Daimler, der arbeitet bei der Telekom, der arbeitet bei Vogdoms, bei einer großen Agentur. Der kann sowas wie Green Meetings sagen, ohne rot zu werden. Der weiß sogar, was Corporate Social Responsibility sein soll und ähnliche Blähworte. Der kann damit umgehen. Das ist ein Stratege, der bestellt kein Buffet. Der hat nochmal einen völlig anderen Blick auf das Ganze. Und wenn sie versuchen, die alle mit einem zu erwischen, dann erwischen sie keinen, dann zielen sie nämlich genau in die Lücke zwischen denen. Weil die völlig unterschiedlich in diesen Subsegmenten Informationsbedürfnisse zum Thema haben. Und ich habe gesagt, analysiere die Zielgruppe, damit das nicht ganz so amorph bleibt. Machen wir doch mal einen Blick in Google. Wir werfen diesen Blick über Search Metrics. Das ist eine Maschine, die analysiert das Google-Suchverhalten der Menschen. Und da können Sie sich dann mal angucken, was die Leute so interessiert. Denn das ist ja in Google alles vorhanden. Da können wir ja gucken, was die Leute wollen. Wir müssen sie ja gar nicht unbedingt befragen, sondern wir können es ja nachgucken. Vor ein paar Jahren haben wir mal nach Whisky geguckt. Wir wollten wissen, ist das ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen? Ich gebe also Whisky ein in die Recherche, bekomme dann eine Liste ausgeworfen, die mir zeigt, und zwar gerankt nach dem monatlichen Suchvolumen, was die Menschheit für Keywords, für Suchbegriffe eingibt zum Thema Whisky. Und surprise, surprise, die ersten vier sind schon mal E-Commercer, da waren wir schon mal überrascht zu sehen. Die Leute suchen ganz gezielt nach den E-Commerce-Plattformen. Und dann gucken wir uns die Liste an, die hat einen Longtail von 1000 Keywords, holen uns eine Tasse Kaffee, setzen uns hin, gehen die Liste durch. Ich trinke keinen Whisky, habe keine Ahnung davon. Nachdem ich die durchgeguckt hatte, hatte ich schon mal eine gewisse Idee, was die Leute so interessiert. Dann haben wir gesehen, dass letztendlich das Thema E-Commercer, also die Stores, sehr interessant sind. Also gucke ich mir den ersten an, whisky.de. Schau mir das mal an, sehe, der hat eine ganz ordentliche Visibility, die machen einen guten SEO-Job, das funktioniert. Also gucke ich mir jetzt an, welche Suchwortbegriffe auf den zutreiben, dem Traffic verschaffen. Bekomme wieder die Liste gerankt nach dem monatlichen Suchvolumen, guck mir das an, noch eine Tasse Kaffee und setze mich noch mal eine Stunde hin. Die Liste ist auch schön, die hat nur einen herzlichen Nachteil, die hat einen Longtail von 13.000 Worten. Der interessiert mich allerdings nicht komplett, so bei 2.000 höre ich auf, denn dann verringert sich das Suchvolumen ins Homöopathische. Nachdem ich mir die auch noch durchgeguckt habe, habe ich nicht nur zwei Tassen Kaffee getrunken, sondern ich habe jetzt auch schon eine ziemlich klare Idee davon, was die Leute zum Thema Whisky interessiert. Okay, dann habe ich gesehen, dass letztendlich der whisky.de-Shop einer bedeutender ist, aber jetzt will ich mal wissen, was sind denn dessen Wettbewerber? Also welche anderen Seiten ziehen über die gleichen Keywords sich die Leute drauf? Ich finde Wikipedia, Idealo, eBay, die finde ich immer, die sind immer bei allen Themen dabei, aber da sind die echten Wettbewerber, die unmittelbar um dieselben Suchworte konkurrieren und damit die Menschen mit demselben Thema ansprechen. Zurück zu whisky.de. Ich ziehe mir also nochmal deren Keywords und jetzt schmeiße ich alles raus, was mir nicht generisch genug ist. Schottland kann Reise sein, Single kann Parship sein und so weiter und so weiter. Das ist nicht zwingend Whisky, also nehme ich die raus. Alle, die ich rausgeschmissen habe, werden da hinten dann gemarkert und dann sind sie weg. Den Rest lade ich mir runter. Das mache ich 5-mal, 6-mal, vielleicht 10-mal mit allen Wettbewerbern, habe dann entsprechende Listen. Die merge ich und schmeiß die zusammen in einer Gesamtliste. Wir nennen die GVR, Google Visibility Report. In der kann ich nach gewissen KPIs dann gucken, wie ist meine Positionierung zu dem Thema, wenn ich da schon unterwegs bin, beziehungsweise wie sind einzelne Werte, um dann zu entscheiden, gehe ich damit um. Wenn ich das gemacht habe, habe ich schon eine ziemlich klare Vorstellung davon, was die Menschen da draußen interessiert. Noch ein Learning. Ja, eine Plattform, das ist ein bisschen wenig heutzutage, Multi-Platform Publishing, schönes Schlagwort, viele reden von, die wenigsten machen es wirklich. Deswegen haben wir unseren Leuten diese Matrix gegeben, die New Ebner Channel Matrix, haben gesagt, schau mal, das sind die verschiedenen Channels, über die du deine Zielgruppe ansprechen kannst, das sind nämlich eine ganze Menge. Und das musst du dir mal klar machen und auf diesem einfachen Blatt kannst du das ganz gut planen. Und auf der anderen Seite findest du dann die verschiedenen Formate, die du hast, um mit diesen Zielgruppen in Kontakt zu treten. Bring mal beides zusammen, dann wirst du feststellen, nicht alle Formate passen auf jeden Channel, aber vieles passt an vielen Stellen. Und dann ein ganz, ganz wesentliches Learning, was bei uns im Mittelpunkt der Strategie steht, kümmere dich um die MIUs, die Minimum Information Units. Das sind die Einheiten an Informationen, die aus sich selbst heraus verständlich sind. Eine Liste, die 10 schnellsten Autos der Welt, die ist aus sich selbstverständlich, da brauche ich keine Lyrik drum zu stricken. Eine Fotoreihe, eine Gallery über die wesentlichen Taucheruhren von Rolex ist auch aus sich selbst heraus verständlich. Da muss ich nicht zwingen, eine große Textarie zu schreiben. Und wir sagen, dass fast jedes Contentstück kann in seine MIUs zerlegt werden. Die Amerikaner haben zum Teil diesen Begriff dafür. Der ist vielleicht ein bisschen griffiger noch. Content Atomization, also in seine Bestandteile zu zerlegen. Damit das nicht so amorph bleibt, hier ein einfaches Beispiel. Zeitschriftenartikel aus der Page, der geht dann auf der Doppelseite los, geht rein in den Text.
Da unten steht die erste MIU. Die können Sie so nehmen, wie sie ist, hauen die raus über Facebook, über Ihren Newsletter, über Ihre Homepage. Denn das Ding ist in sich selbstverständlich. Hier geht es um den Kontaktanbahnungsprozess der Agentur zum Kunden hin. Das ist mit 4 MIUs und solchen Abstracts in dem Text vorhanden. Da ist das zweite auf der nächsten Seite. Hier steht eine Checkliste, die ist fantastisch. In der Sekunde, wo ich die habe, rauf aufs Netz anbieten zum Download gegen Lead Generation. Die kannst du haben, wenn du mir deine Adresse gibst. Dann gehen wir weiter in diesem Artikel. Da steht die nächste MIU, das ist Teil 3 dieser Abstracts. Und keine Überraschung, hier steht Teil 4. Und am Ende kommt dann hier ein Interview. Auch das können Sie in dem Moment verwenden, nachdem Sie es gemacht haben. Da müssen Sie nicht wissen, nicht warten, bis das Gesamtkunstwerk fertig ist. Und das heißt, allein mit einem Blick darauf hat schon dieser Artikel mindestens 10 MIUs. Hoffentlich haben Sie es richtig gemacht, dann haben Sie das Interview gefilmt, dafür reicht Ihr Smartphone völlig aus, ziehen die drei wesentlichen Antworten raus, stellen die dann als Video ins Netz und wenn Sie Video haben, haben Sie Audio, dann haben Sie eben noch 2 MIUs mehr. Auf den ersten Blick, ohne sich großartig intellektuell verbiegen zu müssen. Ja, das ist die Stelle, die wird den vielen von Ihnen jetzt nicht gefallen. Es ist heute der Job des Redakteurs, das sagen wir zumindest, eine möglichst große Reichweite zu erzielen. Das ist nicht mehr der Job eines Marketing-Onkels. Das ist doch Quatsch, das ist doch stille Post. Die Redaktion erzählt dem Marketing-Onkel, was er der Öffentlichkeit erzählen soll. Das ist wie im Kindergarten. Das kann die Redaktion selber machen. Deswegen haben wir auch keine Marketing-Onkels mehr. Dafür haben wir mehr Redakteure. Davon haben wir dann einen ganzen Haufen eingestellt. Aber es ist Job des Redakteurs, für eine möglichst große Reichweite zu sorgen. Und wenn die Redaktion das richtig macht, dann befeuert sie ihre Zielgruppe nicht nur, wie eben gesehen, über diese beiden Methoden, sondern dann nimmt sie auch die anderen Channels dazu. Und wenn sie es richtig gemacht hat, dann ist die weiße Zielgruppe nicht mehr so weiß, sondern hat sie mehr Leute erreicht als jemals zuvor. Das heißt also, dieser Modus ist für uns Vergangenheit, frühe Steinzeit. Darum geht es aus unserer Sicht heute. Und die böse Nachricht ist, sorry Redakteure, der Job endet nicht, wenn der Inhalt veröffentlicht wurde. Dann beginnt er erst. Wir rufen also unseren Redakteuren entgegen, nein, wir schreien sie sogar an, analysiere, definiere, recherchiere, produziere, vermarkte und miss. In diesem Sechsklang läuft bei uns die Arbeit ab. Jetzt werden Sie fragen, warum? Das ist relativ einfach. So kennen Sie dieses Schaubild, das ist so die idealtypische Entwicklung einer Printauflage. Die ist nicht wirklich erfreulich im Normalfall. Und dann kam das iPad und Döpfner ging auf die Knie und sagte, hurra, wir sind gerettet. Hier sehen Sie den Effekt. Den sehen Sie da hinten nicht, den sehen nur ich, wenn ich hier stehe. Hier sind ganz kleine rote Scheibchen draufgelegt. Das heißt also, wir müssen auch dann mit anderem arbeiten, und zwar mit den Online-Maßnahmen, die uns zur Verfügung stehen und darüber entscheidend die Reichweite erhöhen. Darauf können wir die Newsletter-Kommunikation aufsetzen. Wir haben für jede unserer Einheiten Newsletter, die automatisiert rauslaufen. Wir müssen darauf Social-Media-Aktivitäten setzen, Downloads digitaler Produkte kommen oben drauf und der Verkauf physischer Produkte. Ziel der ganzen Übung, furchtbar einfach, Reichweite, 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 denn wir brauchen letztendlich alle Channels, um die Menschen zu erreichen. Hier Ausriss aus GA, da sehen Sie, wie die Leute auf unsere Seiten kommen. Die kommen tatsächlich über sämtliche Zutreibermöglichkeiten, die man sich denken kann. Es ist immer dasselbe Spiel. Oben am Channel muss ich ganz viele anlocken, Entschuldigung, nicht Channel, Funnel, um sie dann durch den Funnel runter zu bewegen, damit ich von wenigen unten mein Geld bekomme. Das Spiel kennt jeder Kaufhausmanager. Die müssen am Wochenende 100.000 im Laden haben, damit sie an 10.000 verkaufen. Haben die nur 10.000 im Laden, verkaufen sie nur 1.000. Das ist nichts Neues. Das ist bei uns genauso. Wenn ich nicht genug Leute erreiche, werde ich auch nicht an genug verkaufen können. Dann haben wir unseren Leuten gesagt, bitteschön, ein Heft zu füllen oder eine Website, das ist kein Ziel. Das ist Phänomenologie. Sondern wir müssen Ziele hinterlegen. Content muss ein Ziel erfüllen. Wir haben gesagt, entweder ist das Reichweite oder Visibility, das ist eine reine SEO-Performance. Das bedeutet Seite 1 bei Google. Oder Conversions, das ist die hohe Kunst. Ich will also Lead Generations haben oder ich will Newsletter-Subs generieren oder echte Sales generieren. Das ist entscheidend. Inhalte ohne konkrete Zielsetzung sind pure Ressourcenverschwendung. Denn nur wenn ich Ziele habe, kann ich messen. Nur wenn ich messen kann, kann ich nachsteuern. Das heißt, unser strategischer Ansatz ist relativ einfach. Audience first, Procedure second, Technology third. Viele drehen es um, kaufen sie erstmal irgendwelche Technologie ein und sagen dann, was mache ich damit? Machen sie niemals im privaten Bereich. Sie kaufen sich ja nicht einen VW-Bus und stellen dann fest, brauche ich nicht mehr. Die Kinder sind aus dem Haus, ich wollte ein Cabriolet. Die Überlegungen machen sich vorher. Eigenartigerweise im Verlagsgewerbe nicht. Da kaufen sie erstmal eine Riesenmaschine, dann sagt man, was mache ich jetzt eigentlich damit? Jetzt habe ich ein CMS, ist ja toll. So, also wir sagen Audience first, das ist das, worum es vor allen Dingen geht. Und dann müssen wir uns um die Workflows kümmern.
Nun, Sie können sich vorstellen, das ist bis hierhin schon ziemlicher Ritt für unsere Leute. Und das heißt, wir müssen unablässig kommunizieren, erklären, denn das gehört ja nicht so zur traditionellen Verlagsdenke. Ist ja ein bisschen raus aus dem Schloss. Ist ja doch eine andere Welt. Und deswegen müssen wir permanent kommunizieren mit unseren Leuten. Wir haben also die Transaction Editors Schulungen, die permanent stattfinden. Wir haben Zielgruppenmanagement Meetings, wo die führenden Leute zusammenkommen und immer wieder die neuesten Dinge kennenzulernen. Wir haben Summer Camps, wo wir dann 40, 50 Leute rausholen, auf irgendeine Insel schicken, damit sie sich da vergnügen, aber gleichzeitig lernen. Wir haben ganz was Brutales, Content Bootcamps. Da geht es wirklich ganz brutal in die Inhalte rein und das ist nicht zur Freude eines jeden, der dabei ist, weil die da wirklich seziert und auseinandergenommen werden. Wir haben Ad-Sales-Konferenzen, wir haben One-to-One-Lunches, das heißt, ich und noch zwei andere Kollegen, wir gehen mit den Leuten Mittagessen, einer zu einem, um dann zwei Stunden intensiv miteinander zu reden, was die bedrückt, was sie erfreut, wie es geht und wie es nicht geht, was sie von dem Ganzen halten. Wir haben Objektkonferenzen, wir haben einen eigenen Blog, der ist geschlossen, da stehen im Moment 500 Wissensartikel drin, der wird fast täglich weiter befüllt. Wir haben eine interne Ebene Academy, das ist eine Webinarreihe, einmal bis zweimal die Woche sind dort Webinare drin, wo externe, nein, interne Experten erklären, wie einzelne Dinge funktionieren. Wir haben regelmäßige SEO-Calls, wo unsere SEO-Abteilung mit allen Redaktionen die Produktionen durchgeht und sagt, was können wir verbessern. Wir haben eine kontinuierliche Persona-Entwicklung. Wir haben Content Valuation and Re-Evaluation. Das macht bei uns eine Abteilung, die heißt Audience Development, zu gucken, was kann man da besser machen. Wir haben Repurposing-Ansätze über das Content Engineering. Das heißt, wir gucken, was kann man mit einem Artikel sonst noch anfangen. Na, ganz einfach, aus vielen Artikeln kannst du ein Webinar oder ein Seminar machen oder kannst die Referenten für den nächsten Kongress holen. Und wir haben dann Marktmeetings, wo die Märkte ganz genau durchgeguckt werden und analysiert werden. Sie können sich vorstellen, die einzig richtige Ausbildung, die man für den Job, den wir machen müssen, in den Verlagen heutzutage bekommen kann, ist eine hybride Ausbildung. Auf der einen Seite theologisches Studium, auf der anderen Seite psychotherapeutisches, denn es changiert immer zwischen Predigen und hinterher dann wieder Kurieren. Und das ist genau der Spagat, den man heute im Verlag machen muss. Soweit haben wir das alles ganz schön eingenordet und das kann auch jeder verstehen. Und dann kommt, nein, der kam schon vor vielen Jahren, der Management-Vordenker, ja, der blöde Drucker, und sagt, Culture eats strategy for breakfast. Ja, und genau das ist der Fall. Sie können noch so viel erklären und Sie können noch so viel machen und noch so viele Systeme einführen. Letztendlich haben wir es mit Menschen zu tun, deren Beharrungskräfte sind gigantisch, denn das haben wir doch so noch nie gemacht. Das ist dann die große Hürde, über die man muss. Und der zerknüllt uns also, das ganze schöne Ansinnen, so ein bisschen wieder. Also müssen wir uns fragen, wie gut sind wir denn? Liefern wir eigentlich die Qualität, die wir liefern müssen? Und hier mal so eine Lebenslüge, die sich Fachverlage immer gerne auf die Fahne schreiben. Kam mal eine Agentur zu uns, beziehungsweise Beratungsunternehmen, sagt, ich habe schön hier was für euch, das können wir mal gemeinsam machen. Hatte eine schöne Broschüre, ich reiß da nur dieses Stück raus. Und da steht dann drin, klassische Kernkompetenzen der Fachmedien. High Quality Journalism und authentische Umfelder. Ja, ja, das gehört mit zu den Lebenslügen, die sich die Fachverlage so gerne erzählen. Ich sage Ihnen, ich mache das seit 27 Jahren. Und ich trete jetzt jedem auf die Füße, der da arbeitet. Das Größte, was Fachverlage produzieren, übrigens auch die meisten anderen Verlage, ist Bullshit. Es ist nämlich ganz wenig davon wirklich durchdacht. Das meiste ist ganz anders aufgesetzt. Das ist ein einfaches, nachrichtliches Berichten. Kaum ein Redakteur hat sich jemals intensiv mit seiner Zielgruppe auseinandergesetzt. Sie kommen aus den Messen zurück und sagen, tolle Kontakte. Dann sage ich, mit wem seid ihr mit Anzeigenkunden? Aber Leser selten. Mit deren Informationsbedürfnissen und Wünschen erst recht nicht. Denn Redakteure orientieren sich an Nachrichten. Rein passiver Modus, meine Damen und Herren. Nachträglich berichten, da kommt das Wort nämlich her. Und an ihrem Gefühl. Und da merken Sie, wie gefährlich das ist. Wenn Sie an Gefühl und Nachträglichkeit aboperieren, dann sind Sie nicht wirklich vorne. Denn dann sind Sie ja irgendwo in einer Blase befangen. So, es geht aber darum, bedarfsgerecht zu informieren. Das ist unserer Meinung nach der Job, den wir haben. Und Qualität entsteht nicht im Auge des Lieferanten. Er entsteht im Auge des Nutzers. Und da müssen wir also gucken, dass wir das liefern, womit die was anfangen können. Deswegen zum Abschluss one more thing. Das ist ein Zitat, Sie wissen das. Nur erklären hilft nicht weiter. Also haben wir dann irgendwann gelernt, wir müssen es verbindlich machen. Das ist die vornehme Formulierung. Die andere ist, ich schicke das mal ins Englische, ist nicht ganz so hart. Erzwinge es. Das heißt, wir haben gesagt, okay, jetzt gehen wir mal in den Maschinenraum dessen, was wir tun. Und haben dann fünf Schritte zum sogenannten Intelligent Content definiert, nachdem unsere Redaktionen arbeiten. Alles, was ich Ihnen jetzt erzählt habe, greift tief in Workflows und Denken ein. Also haben wir gesagt, wir müssen das entsprechend lenken. Die Redaktion braucht Leitplanken, damit sie weiß, wo sie sich bewegen kann. Und diese Leitplanken haben wir in fünf einfache
Fragen gegossen. Die erste sehen Sie hier, für wen genau erschaffe ich eigentlich den Content? Was ist das Ziel dieses Contents? Auf welche Zielgruppenbedürfnisse konzentriert sich dieser Content? Welchen Content habe ich überhaupt? Wo kann und will ich diesen distribuieren? Ganz einfache Fragen. Dahinter stehen die Konzepte, die ich eben kurz angerissen habe. Das Konzept der Personas, der Content Goals, der Keywords, der MIUs und der Multi-Channel Distribution. Wenn bei uns ein Redakteur anfängt zu produzieren, dann hat er eine Software, Content Planner nennt sich das. Das geht übers iPhone oder über Android-Smartphones. Läuft auch auf dem Desktop, aber ist für mobil gebaut. Und da hat er erstmal zu sagen, für welche Persona mache ich das überhaupt, was ich hier gerade mache? Was ist die Subzielgruppe, das Subsegment, auf das ich mich konzentriere? Das muss er festlegen. Dann muss er festlegen, was ist das Ziel, was ich mit diesem Stück Content verfolge? Will ich Reach, will ich Visibility oder will ich Conversion haben? Denn jede dieser Ziele hat eine völlig andere Tonalität. Wenn ich Conversion will, dann muss ich Call-to-Action-Elemente haben, dann muss ich eine appellative Sprache haben. Bei Reach muss ich Multi-Channel-Distribution bis zum Abwinken machen. Was will die Zielgruppe eigentlich wissen? Aus der Analyse der Keyword-Wolken weiß er ungefähr, welche Themen dieses Subsegment besonders ansprechen. Das hat er in der Planung bitte zu berücksichtigen. Dann nutze die Kraft der MIUs. Auch da muss er sich darüber klar sein. Das ist im Grunde wie ein Menü. Ein Menü wird ja auch zusammengestellt aus bewusst gekauften Zutaten, die sie dann nach einem gewissen Vorgaben kochen. Und so sieht es auch mit MIUs aus. Die können sie von Anfang an nach gewissen Vorgaben sich zurechtlegen, damit sie dann hinterher auch die Effekte daraus ziehen können. Schließlich distribuiere über alle Kanäle. Ich glaube, das versteht sich von selbst, damit wir die Zielgruppe erreichen. Und jetzt gucke ich mit Ihnen in diesem Maschinenraum noch einmal ein auf dieses Stück Software im Schnelldurchlauf, damit Sie nur eine Idee haben, was das ungefähr ist. Denn wie gesagt, diese 5 Konzepte werden durch dieses Software-Tool für alle Redakteure verbindlich abgebildet. Wenn Sie in diesen Content Planner reingehen, dann haben Sie zunächst mal eine ordentliche Übersicht. Das heißt, der Chefredakteur oder die Führung des Bereichs sieht sehr genau, wie mit den verschiedenen Elementen, mit denen wir es zu tun haben, umgegangen werden kann. In den Statistiken kann genau geguckt werden, wie, was, wo eingesetzt wird. Und dann kann auch in der Nachbearbeitung mit der Redaktion gesprochen werden, wo Optimierungspotenzial ist oder wo es schon ganz gut gelaufen ist. Die abgelegten oder angelegten Beiträge fließen dann in zentrale Kalender ein, wo jede Redaktion einen kompletten Überblick hat, hier mal einen Monat für eine Redaktion, sodass sie ziemlich genau weiß, was wann passiert. Jetzt tue ich mal so, als wenn ich Inhalt anlege. Ich kann hier entscheiden, ist es Evergreen, ja oder nein. Hier unten muss ich schon das Goal eingeben, ich entscheide mich mal für Conversion. Und dann gehe ich rein und sage, jawohl, meine Audience, nein, erstmal Native ist das Gleiche, behandeln wir genauso wie normale Artikel. Dann die Audience ist klar und dann muss ich die Persona auswählen. Kai Kommunikator, den haben Sie eben gesehen, der mit dem GmbH, das ist hier der Punkt. Und dann entscheidet sich der Redakteur, in dem Fall der Heinrich, ob er jetzt hier einen Fremdautor einsetzt, ja oder nein. Hier kann er sich ein paar Stichworte notieren, damit er schon mal festgelegt hat, um welches Topic kreist das Ganze. Und dann etwas tiefer sagt er, Tagen mit Container Reason, Hilton baut am Elbstrand. Da haben wir schon mal so eine erste Möglichkeit für eine Headline, kann er jederzeit ändern. Damit hat er sich eine, wie wir es nennen, ID-Karte angelegt. Hier sind schon mal einige Parameter gesetzt. Wie Sie sehen, die Keywords fehlen noch. Also muss er jetzt die Keywords anlegen. Er geht rein, er kann entweder aus der Gruppierung, die wir haben, auswählen, was eventuell passen könnte. Er geht mal auf Locations, guckt, ob er hier was passt, was ihm jetzt zu diesem Kontext sinnvoll erscheint. Er sagt, Event-Hotels wäre ein gutes Thema. Er kann genauso gut über eine Autofill-Funktion reingehen. Es geht ja um Kongress, Kongresshotel. Also gibt er das da oben ein, um dann sehr präzise auf Kongresshotel zu kommen. Das Keyword haben wir zugelassen. Er kann nur die Keywords nehmen, die zugelassen sind, die analytisch da reingeflossen sind. Und wir haben gesehen, es ist Hilton. Also versucht er, ob das auch ein Keyword ist. Es ist ein zugelassenes mit einem sehr hohen Search-Volume sogar. Das kann er mit dazustellen. Jetzt hat er die Keywords noch mit dazugegeben und jetzt muss er sich ein Publication Schedule erstellen. Das heißt, er muss jetzt hingehen und sich den Zeitplan aufreißen, damit er weiß, wann, was, wie zu machen ist. Und das übrigens später in die Maschine fließt, die es dann halbautomatisch umsetzt. Er geht jetzt also hin, sagt, Main Publication ist in meinem Magazin ein Artikel, den publiziere ich hier unten am 15.11. Dann wird also im Magazin etwas publiziert, weiteres ist bisher noch nicht angelegt dafür und das ist der erste Schritt, den er macht. Jetzt hat er eine ganze Menge Bilder schon zu diesem neuen Hotel. Das heißt, er will die mal über Facebook als Fotogallery rausjagen. Er entscheidet sich dafür, das 2 Tage vor der Heftveröffentlichung zu machen, legt das an. Das kann er sogar auf den genauen Zeitpunkt festlegen, weil es dann die Maschine rausschickt über die API zu Facebook rüber, sodass dann in dem Moment es auch veröffentlicht wird. Damit hat er das klargezogen. Und dann geht er hin und sagt das Nächste, ich habe ja jetzt noch
ein Video von den Hiltons bekommen, eine Animation über die fantastischen neuen Konferenzräume in diesem Hotel mit Blick auf die Elbe. Das schieße ich raus am 14. über meinen YouTube-Channel, damit ich da einen weiteren Kontaktpunkt hin habe. Und last but not least, ich habe ja auch noch meine Homepage und über die spiele ich das ganze Material eine Woche später nochmal aus. So, das ist ja nur ein Beispiel. Aber auf die Art und Weise kann er sich ohne Ende endlos schon vornehmen, was er eigentlich mit den einzelnen MIUs, mit den einzelnen Inhalten machen will. Und hier sieht er übrigens, dass zu dem Datum schon einiges für die Website geplant ist. Auf die Art und Weise hat er sich jetzt einmal ein Framework gegeben, das dauert vom Anlegen her irgendwas zwischen 3 und 5 Minuten und weiß damit relativ genau, was denn jetzt seine Aufgabe ist. Ja, meine Damen und Herren, Transformation ist Strategie und Kommunikation. Das heißt also, wir müssen unablässig mit den Leuten reden und wir müssen die Leute auch, die Mitarbeiter, unablässig in einer gewissen Art und Weise pampern und betreuen. Und das machen wir immer wieder. Das hier sind mal ein paar Ausrisse aus dem Summercamp. Also was 2016. Mir auf jeden Fall deutlich geworden ist, dass wir bei Ebner schon heute in der Welt von morgen arbeiten. Da holen wir so 40 bis 50 Leute hin, die dann natürlich ein bisschen Fun auch haben sollen, das ist klar, aber ansonsten ist jeder Tag auch prall gefüllt mit Arbeitsgruppen, mit Vorträgen. Am Anfang hat man gehört, Mallorca, es hat sich angehört wie ein wunderschöner, entspannter Urlaub, hat sich wirklich als intensive Schulung herausgestellt, in der man sehr viel lernen konnte. Das Ebner Summer Camp auf Mallorca hat mir richtig viel Spaß gemacht. Es war super inspirierend, der Austausch mit den Kollegen ist einfach bereichernd und ich freue mich auf nächstes Jahr. So, das ist jetzt so ein bisschen das Thema Spaß, diese Komponente. Aber ich habe Ihnen ja eben gesagt, wir bewegen uns so ein bisschen zwischen Predigt und Therapie. Und das heißt also, wir müssen auch schon klare Vorgaben machen. Es ist nicht nur damit getan zu erzählen, wie es gehen könnte und wie es gehen soll, sondern wir müssen auch sagen, so geht es jetzt und ich will nicht verhehlen, dass noch eine andere Komponente dazukommt. Also ein bisschen Drill gehört auch dazu, meine Damen und Herren, sonst wird das alles nichts. Das gehört neben Spaß und neben Kommunikation auch dazu. Aber wissen Sie, das schreibt man ja nicht so in den Titel rein, deswegen hört er denn auf bei Kommunikation hoch 2. Ich danke Ihnen. Ja, vielen Dank, Gerrit Klein, für diese Druckbetankung, muss man fast sagen. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das war schon ziemlich geballter Stoff in sehr kurzer Zeit. Und ich würde ganz gerne bei dieser Zeitachse mal beginnen. Das macht man ja nicht von heute auf morgen. Wie lange hat dieser Prozess in einem Verlag, in einem Traditionshaus wie Ihnen gedauert, bis man gesagt hat, so, jetzt haben wir sozusagen alle eingenordet? Erstens, wir haben noch lange nicht alle eingenordet. Zweitens, der Prozess hört nie auf. Der ist fortlaufend, der geht permanent weiter. Wir haben angefangen mit dem ganzen Programm ungefähr 2012, 2013. Aber dann ist das ja evolutionär. Also wir sagen mittlerweile, dass das, was wir für 6 Monaten hatten, heute schon wieder kalter Kaffee ist. Ja, also es geht ja rasend schnell weiter mit der Entwicklung. Das, was wir jetzt hier umgesetzt haben mit dem Content Planner, mit diesem Stück Software, was mittlerweile für alle verbindliches Tool ist, das hat sich erst nach 3 Jahren ergeben, als uns klar wurde, wir können noch so viel erklären. Ja, wir haben dann irgendwann gesagt, vieles geht links rein und rechts wieder raus. Es wird im täglichen Doing wegen dem verdammten Delfinsprungmodus eben doch nicht umgesetzt. Also musste permanent weiter an den Strukturen bauen, an den Workflows. Und der Content Planner ist nichts anderes als in Software gegossene Strategie. Was anderes ist das nicht, aber das dauerte auch 3 Jahre, bis wir gesagt haben, wir bauen das Ding jetzt. Wird das dann auch wirklich benutzt? Weil ich kenne viele CMS-Systeme, wo man sagt, irgendwie musst du die ganzen Metadaten erstmal ein, und bis du mal durch bist oder sowas, also sagen die Leute, ich habe keine Lust mehr, ich bin doch hier als Journalist angestellt und nicht, um irgendwelche Tabellen auszufüllen. Also machen das die Leute freiwillig mittlerweile oder muss man da treten? Ja, also es geht ja nicht um Lust. Es ist ja ein Job und dafür wirst du bezahlt und dann gibt es gewisse Vorgaben. Und die Leute machen es, weil es erzwungenermaßen ist. Diese Nummern, die wir ID nennen, die sind auch überall zu sehen. Die stehen bei uns bei jedem Artikel, egal wo es ist, stehen die bei jedem Stück Content mit dran und da gehen wir rein, wir kontrollieren das. Das heißt also, wir gucken uns das an, ziehen uns regelmäßig einzelne Contentstücke, analysieren die durch und dann gehen wir in den Content-Bootcamps ins Gebet mit den Leuten und sagen, das hättest du anders machen können, besser oder das hast du super gemacht, um's dann auch zu diskutieren und auf die nächste Ebene zu bringen. Ja.
Ja, mich würde mal interessieren, wie viele der damaligen Mitarbeiter heute überhaupt noch mit im Boot sind, weil das klingt so, als ob das nicht jeder mitmacht, sowas. Ja, so klingt das, das haben wir auch gedacht, aber es war relativ erstaunlich, es sind wenige, man kann sagen, das sind weniger als 12, ich glaube, es sind 10 gewesen oder 9, es sind relativ wenige mit Bezug auf diese Maßnahmen gegangen. Das sind sehr wenige gewesen. Da waren wir selber ein bisschen überrascht. Was uns noch mehr überrascht hat, es waren interessanterweise vor allen Dingen junge Leute. Es waren junge Leute, die so Mitte 20 zu uns gekommen sind und dann sagten mit 27, ach, das war eigentlich nicht der Job, den ich mir vorgestellt habe. Die sind dann zur Brigitte gegangen und sowas, ist auch in Ordnung. Wie viele Testfelder haben Sie? Wo experimentieren Sie? Ja, test and learn. Also wie kommt man vorwärts? Wo legen Sie das an? Wir experimentieren eigentlich überall. Es ist ein permanenter Trial-and-Error-Prozess, überall. Das heißt also, wir haben ja den großen Vorteil, dass wir sehr viele verschiedene Einheiten haben an verschiedenen Standorten. Das heißt, wir können immer in eine einzelne Einheit gehen. Wir lassen gerade wieder einen völlig neuen Test laufen über eine bestimmte Software. Das passiert dann bei einer Einheit in Hamburg. Das ist da verkapselt, da sind jetzt nur 3 Leute mit befasst. Wenn sich das da realisiert, dass die Ziele erreicht werden, dann rollen wir das Schritt für Schritt aus. Aber wir können parallel permanent testen und das tun wir auch überall, um zu gucken, dass wir ein Element zu dem anderen addieren. Das ist ja jetzt alles sehr zielgruppenspitz orientiert, die ganze auch dieser Content Planner. Können Sie auch zielgruppenübergreifend dann die Zielgruppe an anderen Interessensstandorten oder Interessenschwerpunkten abholen über das System oder geht es nur jeweils auf eine Zielgruppe bezogen? Ich beantworte Ihre Frage vielleicht dahingehend, wenn ich sie richtig verstanden habe. Die Systematiken dahinter, die lassen sich übertragen. Also wenn ich jetzt sehe, ich gebe Ihnen ein ganz einfaches Beispiel. Wir haben eine Zeitschrift bzw. einen Medienkanon, der befasst sich mit dem Thema Optikergeschäfte. So, und da war vor einiger Zeit ein Artikel drin, ganz banales Beispiel, da ging es um Ladendiebstahl im Optikergeschäft. Doppelseitiger Artikel, das ist ein Riesenproblem für Optiker, da wird viel geklaut, die Dinger werden aufgesetzt und dann laufen die Leute raus damit und solche Scherze. Und da ging es darum, wie kannst du es verhindern. Der Artikel war geschrieben von einem Autor, der war unten im Kasten dargestellt, das ist ein Trainer und Buchautor, der sich genau mit diesem Thema befasst und ganz spitz, Ladendiebstahl im Einzelhandel. So, und dann haben wir gesagt, pass mal auf, das ist doch ein Thema, das betrifft ganz viele Einzelhändler, nicht nur Optiker, sondern auch andere, das sagt er natürlich. Und dann haben wir also gesagt, okay, dann machen wir mit dem jetzt eine Reihe von Webinaren und Seminaren. Das heißt, wir haben erstmal einen Repurposing-Prozess aufgesetzt, nach dem Artikel haben wir gesagt, der wird jetzt ins Seminar rübergezogen und die Seminare, die laufen jetzt unter 3 verschiedenen Maßnahmen. Einmal ganz spitz nur Optiker, nur Musical Merchants und noch eine andere Zielgruppe, die laufen dann aber auch auf einer anderen Ebene übergreifend, nämlich unter dem Stichwort Einzelhandel. Das heißt also, da hast du jetzt 3 Ebenen, ganz spitz und dann den Überbau Einzelhandel und dann werden die entsprechend vermarktet und laufen so in verschiedene Zielgruppen rein mit einer etwas anderen Tonalität, aber eigentlich immer mit einem ähnlichen Thema. Ist das vielleicht eine Antwort? Also diese Systematiken, die werden von der einen Zielgruppe auf die andere übertragen. Wenn wir lernen, wie ich umgehe mit Native Advertising Konzepten, dann kann ich das vom Bereich Gitarristen übertragen auf den Bereich der Drucker und von denen auf die Designer und wieder zu den Uhren. Das geht alles, aber da geht es um die Systematiken, es geht nicht um die Inhalte. Kann ich mir die ID-Cards so Kanban-mäßig Trello vorstellen oder ist das selbst gestrickt? Selbst gestrickt. Eine selbstgebaute Software, weil wir nichts gefunden haben, was das so abbildet, wie wir es haben wollten. Und eine zweite kurze Frage, beim Geschäftsaufbau neue Themenfelder, geht man da immer noch nach Zielgruppe vor oder nach Personas? Personas sind die Untersegmente der Zielgruppe. Das heißt also, oben steht die Zielgruppe, alle Gitarristen und dann kommen die Untersegmente, die Personas, Gitarrensammler, Anfänger, Heavy Metal, Jazz und so weiter. Also die Personas sind die Subsegmente zur Zielgruppe. In Anbetracht der Zeit würde ich sagen, Gerrit, du bist noch ein bisschen hier. Yep. Herzlichen Dank, Gerrit Klein.